Liebe Investierte, liebe Interessierte, ja, der Januar war ja schon ein äußerst turbulenter Monat. Aber wer meinte, dass es das damit gewesen ist, hat den Februar noch nicht miterlebt. Denn dort verstärkte sich die Situation ja nochmal, und zwar in erheblicher Weise. Bis hin zu einer Situation, dass die Börsenzeitung geschrieben hat am 12. Februar, die Überschrift auf der Titelseite, am Markt regiert die nackte Angst. Und das dann auch noch mit den Grafiken einiger Banken, die hier zusammenbrechen. Deutsche Bank, Credit Suisse mit roundabout 40% Rückgang. Wohlgemerkt, das stand in der Börsenzeitung. B wie Börsenzeitung, nicht B wie Bild-Zeitung. Die Börsenzeitung ist eigentlich bekannt dafür, dass sie eher unterkühlt berichtet. Und dann eine Überschrift, am Markt regiert die nackte Angst. Also als wir hier das wahrgenommen haben, habe ich auf Twitter ja geschrieben, üblicherweise geht so etwas einher mit dem Tiefpunkt, mit dem Ende einer Abwärtsbewegung. Intern haben wir, wie gesagt, darüber diskutiert. Ein Kollege meinte so schön, nun muss die Welt das ja nur noch umsetzen. Über eine Gruppe bin ich mir relativ sicher, dass ich die auf meiner Seite habe. Das sind nämlich die Chartisten. Und derer gibt es ja einige an der Börse, die sich daran orientieren. Wir sehen hier den DAX seit dem Jahr 2009. Da haben wir den Ausverkauf im Jahr 2009. Wir haben dann in einer Linie davon den Ausverkauf im Jahr 2011. Und wenn man die Linie weiter fortsetzt, dann sehen wir den Ausverkauf im Jahre 2016. Also all diejenigen, die sich an Charts orientieren, und wie gesagt, da gibt es ja einige an der Börse, die, würde ich mal denken, die schauen da jetzt auch weiter, dass wir es hinter uns gebracht haben. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es dann weiter? Nach 2009 haben wir einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen. Nach 2011 haben wir einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen. Mit steigenden Kursen, mit neuen Höchstkursen. Heißt das jetzt, vom jetzigen Niveau aus gehen wir weiter nach oben und sehen gar neue Höchstkurse? Also ist es schon eine etwas vermessene Meinung, so etwas zu bringen. Und man hört es relativ selten. Aber gerade darin liegt auch der Charme. Ich meine, die Minderheitsmeinung ist gerade diejenige, die man an der Börse im Hinterkopf behalten sollte. Dieser Jahresauftakt, und das ist etwas, was wir vielleicht dann auch nochmal im Hinterkopf behalten sollten. Es gab einige, die waren positiv gestimmt, es waren einige, die negativ gestimmt sind. Aber fast alle waren sich einig, wir werden erhebliche Schwankungen bekommen. Gab auch gute Gründe dafür. Ich teile diese Gründe auch. Aber wenn sich alle einig sind, da sollte man eigentlich als Börsianer vorsichtig sein. Das heißt also, Minderheitsmeinung, wir gehen neue Höchstkurse, Minderheitsmeinung, das Ganze läuft sogar noch im ruhigeren Fahrwasser. Sehr vermessen, diese Aussage. Aber wir werden sehen, was passieren wird. Eines ist klar, ich meine, der DAX hat jetzt vom Tief aus 10% wieder aufgeholt. Er ist immer noch mit 10% im Minus. Was bedeutet es aus Sicht der Anleger des Antea-Fonds? Er hängt eben nicht nur von den Aktien ab. Insofern profitierte er von anderen Entwicklungen. Und während der DAX immer noch mit ungefähr 10% im Minus ist, haben wir den Antea-Fonds mit gut 2% im Minus. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das Quartal mit einem Plus abschließen werden. Und den weiteren Jahresverlauf sehe ich eigentlich auch von positiver Entwicklung begleitet. Wie es tatsächlich sein wird, darüber mehr beim nächsten Mal.